Günstiger Wohnraum ist auch für Trier eines der drängendsten Probleme. Deshalb haben wir in den letzten Jahren eine städtische Wohnungsbaugesellschaft gegründet, auf Landesebene dafür gesorgt, dass die Förderbedingungen für bezahlbaren Wohnraum bundesweit ihresgleichen suchen und müssen jetzt in Trier noch den letzten Schritt gehen. Erbpacht ist ein Modell der Zukunft. Über einen niedrigen Erbpachtzins können Menschen wieder günstig bauen und bezahlbaren Wohnraum schaffen. Für die CDU ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum erste Priorität. Für uns gelingt das aber, entgegen der Ampelregierung, nicht über Reglementierungen, sondern wir wollen dafür sorgen, dass mehr und schneller, dichter und höher und insbesondere unbürokratischer gebaut werden kann. Nur ein großes Angebot an Wohnungen führt zu niedrigerem Mietzins. So sind wir für die Ausweisung von neuem Bauland, insbesondere für mehrgeschossigen Wohnungsbau. Und das mit einer durchdachten Wärmeleitplanung. Bezahlbares Wohnen bleibt eines der zentralen Themen der SPD Trier. Mit den Anträgen der SPD-Fraktion haben wir in den letzten Jahren schon einiges erreicht. Zum Beispiel die Erhöhung der Quote für geförderten und barrierefreien Wohnraum oder die Einführung einer Zweckentfremdungssatzung. Wir brauchen aber mehr Flächen. Die Stadt muss wieder selbst Grund und Boden erwerben und konsequent ihr Vorkaufsrecht wahrnehmen. Dann können wir mit Konzeptvergabe und Erbpachtmodellen wieder mehr Einfluss darauf nehmen, wo, was und wie in Trier gebaut wird. Sie suchen eine Wohnung in Trier? Dann brauchen Sie entweder einen dicken Geldbeutel oder verdammt viel Glück. Was wollen wir dagegen tun? Weniger bürokratische Auflagen für Häuslebauer und Investoren, damit wieder mehr Wohnraum geschaffen wird. Förderung des sozialen Wohnungsbaus, behutsame Nachverdichtung freier Flächen und Nutzung von Leerständen in der Innenstadt, Überbauen großer, ohnehin versiegelter Parkflächen und nicht zuletzt illegale Einwanderung stoppen, damit mehr Platz für unsere eigenen Bürger bleibt. Trier braucht mehr Wohnraum, denn Wohnen ist ein Menschenrecht. Wir müssen konsequent unser Vorkaufsrecht anwenden. Und nicht wie hier im Burgunderviertel, wo dann nur ein kleiner Teil in geförderte Wohnungen fließt und der Rest wird an ein gewinnorientiertes Unternehmen verkauft. Wir müssen eigene Flächen selbst bebauen. Und wo wir das nicht können, müssen wir planungsrechtlich eine Quote von 50% gefördertem Wohnraum einfordern. Denn Wohnen ist ein Menschenrecht und wir müssen in die Menschen investieren. Trier ist eine schöne und lebenswerte Stadt und das soll für alle Menschen gelten, die hier leben. Wir schauen darauf, was den Bürgern wichtig ist und was gebraucht wird. Und dafür machen wir uns stark, für jeden Einzelnen von uns. Ob jung, alt, schwach oder bei uns hilfesuchend, wir stehen für ein sozial faires Trier. Für uns Freie Demokraten ist es selbstverständlich. Der Wohnraummangel kann nur durch das Bauen weiterer Wohneinheiten behoben werden. Deshalb stehen wir für die Ausweisung weiterer Wohngebiete, aber auch die Innenverdichtung durch Nach- und Ausbau. Deshalb fordern wir unter anderem den Abbau bürokratischer Hürden. Auch stehen wir neuen Wohnformen wie Tiny Houses offen gegenüber. In Zeiten des Wandels brauchen wir Lösungen, die das Leben in Trier bezahlbar und lebenswert machen. Doch massiv gestiegene Nebenkosten durch mehrfach erhöhte Grundsteuersätze, stark gestiegene Müllkosten und hohe Wasserkosten belasten Mieter wie Eigentümer. Wir fordern eine Senkung dieser Kosten. Es darf nicht sein, dass Anwohnerparken für viele unbezahlbar wird und Parkplätze reduziert und in Außenbereiche verlegt werden. Wir wollen, dass Wohnen in der Stadt wieder für alle attraktiv und bezahlbar wird. Dafür setzen wir uns ein. Liebe Trierinnen und Trierer draußen an den Geräten und an den Weinständen, wir von der Partei, die Partei, haben eine visionäre Idee, um den Wohnungsmarkt in Trier zu verbessern. Alle sprechen von Nachverdichtung, wir wollen hoch hinaus. Deswegen planen wir, eine Skyline mit Wolkenkratzer an der Mosel zu errichten. Wer wollte nicht schon immer im Roman Empire State Building oder im Vineyard Vista Tower wohnen? Quasi ein Mosel-Hemd.